Ab und zu, da fehlt noch so die zündende Idee. Geht es Ihnen auch so? Die groben Geschenke, ja, da hat man schon einen Plan ungefähr. Ne? Ich meine, am besten ist ja immer, wenn jemand äußert, was die Person gerne hätte. Aber in den meisten Fällen, wenn man dann fragt, was wünschst du dir, was hättest du denn gern zu Weihnachten? Ach, ein bisschen Liebe und gute Laune reicht. Ja, man denkt, Mensch, ja, aber ich will doch was verschenken, aber was? Ja, liebe Zuschauer, wir möchten Ihnen an dieser Stelle nicht eine tolle Geschenkidee mit auf den Weg geben, sondern wir möchten auch noch einen Rahmen, ein finanzielles Budget festmachen. Und das ist bis 30 Euro. Denn lieber Lutz, manchmal möchte man einfach Kleinigkeiten verschenken, zum Beispiel an die Nachbarin oder vielleicht auch an eine gute Freundin, einen guten Freund. Und du hast querbeet für jeden das Richtige mitgebracht. Ja, das hoffe ich doch mal ganz stark, denn es ist ja doch nun mal so. Für den einen passt dies, für den anderen das, aber man weiß es nie so recht. Warten Sie mal diese Sendung ab, ich bin mir sicher, wir haben die richtige Idee für jede Eventualität. Und da ist auch schon unser erstes Produkt mit unserem Engelchen, der Diana. Und das ist jetzt kein Heiligenschein, also um damit gleich mal aufzuräumen. Heiligenschein war gestern. Heutzutage ist eine dimmbare Lampe angesagt, sowas wie die hier. Ich stecke sie mal ein. So. Tada! So, also Fernbedienung ist gleich mitgeliefert. Hätte unser Engelchen diese Lampe gehabt, wäre sie nicht gestolpert. Ja. Diana, lebst du? Alles gut? Okay, ja. Thumbs up, dann bin ich so. Also, diese Lampe, die ist jetzt was ganz Besonderes. Zum einen können Sie die an die Wand montieren oder eben halt auch an die Decke. So, Nummer zwei, Sie sehen es gerade schon hier, verschiedene Farben. Da sind sogenannte RGB-LEDs drin. Das heißt also, dass ich hier alle Farben des Regenbogens auf Knopfdruck von meiner Fernbedienung aus installieren bzw. aufrufen kann. So, das ist das eine. Das Weißlicht, was Sie gerade hier sehen, das hat sage und schreibe bis zu 1100 Lumen Helligkeit. Das heißt, das ist eine Lampe, die können Sie deswegen einfach überall hinpacken, weil wenn Sie zum Beispiel sagen, ja, im Schlafzimmer, da brauche ich, wenn ich da hinten im Schrank was suchen will, brauche ich helles Licht, weißes Licht, um die Farben zu erkennen. Bitte sehr. Wenn Sie aber sagen, oh, abends beim Einschlafen, so ein bisschen romantisches Licht. Du kannst ja mal umschalten hier an der Fernbedienung oben, diese Farbtaste. Ja. Und dann sieht man dann auch schon, da kann ich dann umschalten und sagen, jetzt hätte ich gerne eine andere Farbe hier in meiner Lampe. Das Ganze dann auch noch mit einem Verbrauch von maximal 15 Watt. Das heißt, kann man auch problemlos jederzeit die ganze Nacht zum Beispiel als Nachtlicht durchleuchten lassen. Denn das Ganze 10% nur. Das heißt, ich kann hier dimmen und bei 10% habe ich eine Art Nachtlichtfunktion. Aber eben halt an der Wand oder an der Decke, das ist einfach ideal für die Kids, dass man da einfach sagen kann, bitte hier, so kannst du ganz einfach schlafen und dann eben halt ruhig die Nacht jetzt hier, dass man da sagt, bitteschön, die ist jetzt definitiv richtig schön dunkel. Also, so hell wie Sie wollen, so dunkel wie Sie wollen, so bunt wie Sie wollen. Das ist eine Lampe für absolut überall. Und nochmal, ganz einfach zu steuern über die entsprechende Fernbedienung. All das hier zu einem Spitzenpreis. Ja, 23,66 Euro nur unter der Nummer NX5592 56 und die 9. Spannend an dieser dimmbaren Lampe ist auch, dass Sie sie sowohl an die Wand bringen können, als auch an die Decke. Das heißt, Sie haben eine für alles. Da empfehle ich Ihnen, dass Sie sich für zwei oder drei entscheiden, je nachdem. Weil manchmal braucht man ja doch, wenn man so einen längeren Flur hat, vielleicht zwei Varianten davon. Oder, ich weiß nicht, vielleicht im Bad, wenn es auch mal an der Seite sein soll. Das ist wunderschön, wenn die dann alle im gleichen Design sind. Ganz genau. Und wenn man sich dann mal anschaut, was heutzutage Lampen kosten. Also wir sind ja kürzlich hier mit dem Sender umgezogen. Haben Sie ja bestimmt mitbekommen. Von Buggingen nach Dassel. So, das heißt, wir Moderatoren und Kollegen hier mussten natürlich auch alle privat umziehen. Dementsprechend viel Zeit in den Baumärkten verbracht. Und Vivian, ich weiß, auch du hast da gestöbert nach Lampen. Da verliert man doch den Glauben, oder? Hör mir auf. Mensch, 23,66 Euro. Wäre schön gewesen, hätte ich da was gefunden. Tja. Ich glaube, ich habe schon mehr für meine kleinen Beistelltischlampen bezahlt. Hier bitte, bitte zugreifen. Ist jetzt auch ein schönes Geschenk zum Beispiel für jemanden, der eigentlich schon alles hat, wo man sagt, ich möchte da Sicherheit zum einen verschenken.
aufgrund der Nachtlichtfunktion, die wir zum Beispiel haben. Ich möchte, dass jetzt jemand nicht sich den dicken Onkel stößt, wenn er nachts mal aufsteht, um auf Toilette Pipi machen zu gehen oder so. Oder auch, um schöne romantische Atmosphären zu zaubern. Meine Mama geht zum Beispiel super gerne baden. Dann so schönes rotes Licht. Oh, ist was ganz Feines. Ah, soll ich Ihnen mehr über das Baden von meiner Mama erzählen, liebe Zuschauer? Die macht das super gerne mit so Schaum und zum Beispiel mit ganz tollen Badeperlen. Und ach, das zelebriert sie richtig. Dann so ein rotes oder ein blaues Licht, wie so im Meer. Oh. Ja, ganz genau. Also Sie stellen da einfach ein, was Sie brauchen. Und Sie sehen ja hier, diese klassische Drops-Form, die kann man einfach überall gebrauchen. Die passt wirklich zu jeder Art von Einrichtung. Klassisch, zeitlos, praktisch. All das hier, das wir jetzt hier für 23,66 Euro Ihnen anbieten dürfen. Sie dürfen da auch so viel bestellen, wie Sie benötigen. Wie gesagt, rechnen Sie mal kurz durch, für welche Zimmer vielleicht noch eine zum Verschenken und dann ab in die Leitung. Ja, das ist so eine richtige Lampe, die man überall auch benutzen kann. Und nur 23,66 Euro. Sie haben es innerhalb von 2 bis 3 Tagen auch schon zu Hause, können alles schön erleuchten, in der Farbe, wie Sie es wollen, dimmbar, wie es Ihnen Spaß macht. Aber wir haben noch ganz viel für Sie. Was hast du denn noch alles für uns vorbereitet? Ja, jetzt klingelt's. Aber nicht der Postmann, sondern unsere Diana. Oh, danke schön, Schatzi. Was hast du? Bei dir darf's klingeln. Genau. Bei mir klingelt's. Also, genau, ihr Ladies, bei euch klingelt's. Dankeschön. Ich nehme mir den Drücker. Das ist, was Sie bekommen. Unser Dreier-Set hier zu einem absoluten Spitzenpreis. Wenn Sie das Produkt noch gar nicht kennen sollten, obwohl es einer unserer Bestseller ist, hier nochmal der Schnelldurchlauf. Das Ganze ist ein Funkset, das heißt, den Taster, den können Sie einfach überall anbringen. Sie brauchen nicht mal Stromanschluss oder Batterien, weil der funktioniert über Kinetik. Das heißt, die Energie wird einfach hier durch das Runterdrücken erzeugt und dann das Signal geschickt an einen von diesen beiden Empfängern. So, hier, schau mal. Pack mal rein, das soll jetzt unsere Steckdose imitieren. Das heißt, das ist jetzt Ihr Empfänger und den können Sie hinpacken, wo Sie wollen. Sie haben ja auch zwei, Sie können zum Beispiel sagen, einer kommt in den Flur oder einer in den ersten Stock. So, und dann, wenn es draußen an der Tür klingelt. Oh, nett. Gell? So, und das Ganze mit einer Reichweite von bis zu 150 Metern. Dann, wenn du mal kurz rumdrehen magst. Aber der Klingelton, der hört sich an, als würde Jigsaw vor der Tür stehen. Oh, wie kriegst du denn so? Das ist schön. Genau. Ah, das ist jetzt das Wichtige. Schauen Sie sich das mal an hier. Diese drei Tasten, da kann ich nämlich jetzt hier umstellen, was für eine Melodie ich möchte. Oh, das macht ja gute Laune, wie schön. Kann natürlich auch die Lautstärke hier in 4 Stufen beeinflussen. Und jetzt kommt der Kracher unten mit der dritten Taste. Schauen Sie sich das mal an. Da kann ich jetzt noch bestimmen, ob ich nur das akustische Signal haben möchte, nur das optische Signal. Oder beides zusammen, dann noch mal wahlweise mit dem Dauerleuchten oder dem Blinken. Das heißt, ist natürlich ideal, wenn Sie zum Beispiel gerade Silvesterparty haben, vielleicht die Klingel nicht hören. Ja, bitte sehr, dann sehen Sie Ihre Klingel. Oder wenn Sie sagen, das kleine Kind schläft gerade, da soll es gar nicht klingeln, aber ich möchte ja trotzdem wissen, wenn der Postbote vor der Tür steht. Weißt du, wer mich das schenken würde? Meinem Bruder. Mein Bruder, liebe Zuschauer, egal wann man klingelt, an der Haustüre, in meinem Elternhaus, der hat immer so laut die Musik an, dass der nichts hört von dem Geklingel unten. Hier würde er nicht nur über die Akustik darauf aufmerksam gemacht werden, sondern auch über dieses Blinksignal. Und dann könnte er mir immer die Tür öffnen, ohne dass ich die halb eintreten muss, damit er mich wahrnimmt. 25,56 Euro. Aber das stelle ich mir jetzt auch sehr schön vor für pflegebedürftige Menschen, oder? Ich würde es meiner Mama schenken, weil meine Mama ist im betreuten Wohnen. Und wenn die vorne klingelt, im Flur klingelt, aber sie ist im Bad oder im Schlafzimmer, sie hört es einfach nicht, wenn die Türen zu sind. Und da macht es Sinn, auch weil es zwei Empfänger sind, dann können Sie den einen vielleicht im Bad und den anderen im Schlafzimmer mit in die Steckdose stecken. Das ist eine super tolle Idee. Und nur 25,56 Euro. Unter der Bestellnummer PX 33 95 56 und die 9. Seien Sie da schnell, nicht, dass das weg ist. Sie haben es in 2 bis 3 Tagen zu Hause. Und ja, noch 2 Stunden ist der TV-Preis gültig. Da muss man schnell sein und zugreifen. Also gleich in die Leitung gehen und sich hier dieses batterielose Funktürklingelset sichern. Da kann man gerne zugreifen, zum einen als Geschenk, zum anderen natürlich auch für sich selbst. Vor allem zu diesem Spitzenpreis, Sandra. Ich dachte, dass sowas deutlich teurer ist. Ich dachte auch. Vor allem, du hast ja 3 Teile drin. Ne? Du hast ja sogar 2 verschiedene Empfänger, die du dir in deiner Wohnung oder deinem Haus auch da bringst, gerade im Haus.
Na eben, auf jeder Etage, dass du einen Empfänger hast. Das ist eine super Idee. Fürs Haus, glaube ich, ist es ein Muss, wenn sie zwei Etagen haben und oben manchmal nicht hören, wenn es unten klingelt. Einfach oben auch in die Steckdose rein. Was gibt's noch? Ja, lass dich überraschen. Also, ich zum Beispiel habe sowas für die Küche mir geholt. Dankeschön. Weil in der Küche, wenn die Dunstabzugshaube läuft, höre ich zum Beispiel die Klingel einfach nicht. Aber es gibt tausend eine Anwendungsmöglichkeiten. Jetzt sind wir schon, hier geht das ja Schlag auf Schlag bei unserem nächsten Produkt. Und das ist jetzt was für alle Musikfreunde oder besser gesagt für alle Radiofreunde. Da gibt es nämlich Radio für unterwegs. Aber bevor Sie jetzt sagen, ja, sowas habe ich doch schon, so ein UKW-Radio, da kann ich dann unterwegs hier meine Lieblingssender hören. Langsam. UKW, ja, gut und schön, aber das hier, das glaubt man ja fast gar nicht, bei dieser kleinen Größe, das hier, das ist auch ein DAB Plus Empfänger. Das heißt, Sie können hiermit gleichzeitig auch DAB Plus empfangen, also das neue digitale Radio. Oder beziehungsweise, so neu ist es ja nicht, aber es setzt sich jetzt endlich langsam durch und wird definitiv die Zukunft sein. Sie kennen das vom Fernsehen, da wurde das analoge Fernsehen ja auch abgeschaltet. Und so wird das irgendwann auch mit UKW sein. Und dann sind Sie schon mal gerüstet und können das Ganze mitnehmen. Und Digitalradio bedeutet natürlich auch, so platt das klingt, Radio in Digitalqualität. Das muss man sich quasi so vorstellen, so wie damals ungefähr der Unterschied oder dieser Sprung von der analogen Schallplatte zur digitalen CD. Da hat man ja Bauklötze gestaunt, was nicht alles geht. So ist das hier auch. Da werden Sie Bauklötze staunen, wie toll Radio klingen kann im Vergleich zu unserem analogen UKW, wenn es denn mal digital ist. Also es ist wirklich super und Kopfhöreranschluss ist auch gleich noch mit drin. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mal abends im Bett einfach noch mal ein bisschen Radio hören wollen oder unterwegs und niemand stören wollen, geht alles. Kann ich mir auch super als Geschenk vorstellen, für jemanden, der einfach Musikliebhaber ist. Oder es gibt natürlich auch klassisch die Personen, die einfach immer Radio hören. Ne? Es gibt die einfach, jeder kennt sie aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis, wo man sagt, Mensch, da muss immer das Radio an sein. Immer die Nachrichten zu jeden halben und jeden vollen Stunde, da ist das natürlich schön. Gerade zum Beispiel auch, wenn man da einfach nur begrenzte Sendervielfalt hat. Sandra, wenn ich zum Beispiel über die Sender in Düsseldorf nachdenke, uiuiui, da habe ich immer geflucht, da gibt es einen ganz, ganz großen Sender und ich finde fürchterlich, weil die da immer so viel reden. Aber ich hatte gar nicht Möglichkeiten, da groß rumzuschalten. Ich weiß aber, welchen du meinst. Genau. Ich war am Wochenende auch gerade wieder da und dachte, willkommen in der Heimat. Also das ist unfassbar oder? Haben Sie ja definitiv jetzt Auswahl. Und übrigens, Wecker ist auch noch mit drin. Das heißt, wenn Sie sowas auf dem Nachttisch haben, Timer, Akku, alles mit dabei für 28,41 Euro. Unter der Bestellnummer ZX1756569 sofort anrufen. Hier ist also Wecker, Radio, alles in allem. Ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel macht das auch gerne, vorm Schlafengehen, vielleicht noch was lesen oder ein bisschen Musik hören. Das können Sie hier schön und außerdem können Sie ja dann gleich die Weckfunktion einstellen, sodass es jeden Morgen auch wecken kann. Das ist doch hervorragend, oder? Gehen Sie da in die Leitung, rufen Sie an, finde ich, ist jetzt auch was Schönes. Wie gesagt, für den Kollegen zum Beispiel, der auch in seiner Werkbank da immer ein bisschen rumwerkelt, wo man sagt, was kann man Ihnen denn schenken? Sowas, Musik, liebe Zuschauer, freut sich jeder darüber, vor allem in guter Empfangsqualität und für das Geld darf man hier zugreifen. 28,41 Euro, Ihr Spitzenpreis. Lutz, ich glaube, damit macht man jedem Musikliebhaber oder jemanden, der immer up to date sein muss, auf jeden Fall das richtige Geschenk. Völlig richtig. Und mein Gott, es gibt ja auch viele, die sagen, ich muss einfach immer die Nachrichten hören. Unterwegs. Oder es gibt ja teilweise auch Gewinnspiele im Radio, wo du die ganze Zeit, ich muss hören, wenn dein Name kommt. So, da kannst du das einfach überall mitnehmen. Ja. Wie gesagt, du kannst sogar einen Kopfhörer anschließen und es von mir aus auch im Büro hören und störst dabei niemanden. Also Musik geht immer, Information geht immer und so ein Preis von 28,41 Euro geht auch immer, wie ich finde. Ich habe mich echt geärgert. Ich wollte heute bei einem Radiosender anrufen, weil die 50.000 Euro in einem Gewinnspiel für ein Geräusch hatten, wo ich mir ganz sicher bin, dass ich weiß, was das Geräusch ist, das ich jetzt nicht sagen werde. Und was war das? Unglaublich. Oder was? Nee. Vielen lieben Dank, Diana. Ja, so ein bisschen Billard muss ja sein. Ich habe das vorhin schon gesehen. Das ist super genial. Ich würde sagen, da ich jetzt zwei Damen rechts und links sitzen habe und nur zwei Kös zur Verfügung stehen, wie das beim Billard nun mal so ist, mache ich den Schiedsrichter, ihr Ladies dürft. Also das, liebe Zuschauer, ist ein Billardspiel der Extraklasse, obwohl es klein ist, weil, schauen Sie sich das gleich mal an. Wir haben halt hier unsere Kugeln, alles konform, nur miniaturisiert, zwei Holzkös. So, und wir
Vivian hat jetzt mal den Anstoß und versenkt auch gleich schon mal hier die Halben. So, und jetzt musst du natürlich jetzt bin ich gespannt. Einfach, genau. Also, da, oh, das war eine Folge. 1 zu 1. So, dann bist du jetzt dran. So. Sie wissen ja, das ist einfach etwas, ich kenne noch nicht mal die Regeln, muss nein, ich ehrlich sagen. Okay, also, du musst jetzt mit der weißen Kugel die Vollen versenken. Das heißt also zum Beispiel jetzt hier, wenn du von da drüben stößt, mit der weißen hierüber einlochen. Ah, okay. Also nur mal so als Beispiel. Normalerweise würde, wenn jetzt keine Kameras da drin wären, würde man ja rumgehen. Aber hier ist es natürlich ein bisschen. Vivian haut einfach drauf, genau. Darf man denn einfach auf den anderen? Man darf man nein, einfach nein, weiß nein. Spielt man die Weiße an. Perfekt! So. Anfängerglück. Das ist genau das, was ich meine. Man braucht keinen großen Billardtisch, um großen Spaß zu haben. Oh. Sowas reicht vollkommen aus. Kann man auch einfach mitnehmen. Sie haben ja gesehen, wie einfach das hier unsere Diana reingetragen hat. Weiter, weiter. Und Sie sehen ja da vorne auch, da kommen die Kugeln dann auch alle wieder raus. Nee. Da können Sie dann auch problemlos wieder rausfischen. Naja. Und natürlich das Ganze im Komplettset. Wir haben sogar Kreide hier mit dabei. Wir haben sogar hier ein kleines Bürstchen, wo Sie hier unseren Fließbezug auch mit reinigen können, wenn da mal ein bisschen schön. Schmutz drauf gekommen sein sollte. Vivian hat lauter blaue Linien ja gemacht. Perfekt. Oh, ja, weg damit. So. Vivian macht immer Dreck. Das wissen ja mittlerweile alle. Ja, das ist bekannt. Das steht, glaube ich, schon auf Wikipedia so, oder? Also, nur das würde ich mit dem Kühler aber nicht 41? Machen. Das ist kein Laserschwert. Ich hau allen hier auf den Popo mit den Ködern, sag ich Ihnen. Den ich hab zu Hause. Gestern kam Diana zum Plätzchenbacken. Die Plätzchen waren zuckerfrei. Oh, du versenkst gleich alle. Keinen interessieren die Plätzchen. Okay, macht nichts. 28,41 Euro. Also das ist ja auch wieder so ein tolles Geschenk zu Weihnachten. Oh, gerade wenn da ein paar... Ja, ein paar Kinder eigentlich noch nicht mal. Ich glaube, es spielen mehr die Erwachsenen und die jungen Leute. Die Bestellnummer NC 16 95 5, 6 und die 9. Zack. Ja. Also, die sollte man ja eigentlich zuletzt versenken, soweit ich die Spiele... Keine die Ahnung, weil das die Spielregeln so ja, sind. Ja, aber sie die hat ja keine Vollen mehr, deshalb ist das ihre Ach so. Letzte. Ah, okay, sie musste die Vollen spielen. Richtig, weil da liegt gewonnen. Jetzt Yay! Ach, das ist eine halbe, ich dachte, das ist noch eine volle. Entschuldigung, alles aber klar. Aber ist das nicht cool? Ich finde das jetzt nicht nur als Weihnachtsgeschenk schön, sondern zum Beispiel auch als Produkt, das Sie jetzt vor dem Weihnachtsfest schon mal bestellen. Und dann kommt ja nach dem Essen, egal ob am Adventssonntag oder auch beim Weihnachtsfest, immer gedrückte Stimmung nach dem Essen auf. Alle sind voll, alle, oh, was machen wir jetzt auf die Couch, Fernseher an, Pearl TV an. Ja, das ist gut, aber nur im Hintergrund, liebe Zuschauer, um das Angebot des Tages sich zu sichern. Denn primär sollten Sie Zeit mit Ihrer Familie und mit Ihren Enkeln und Kindern verbringen, wenn die denn einmal bei Ihnen sind. Und was gibt es Schöneres, als mit Billard die Generationen zu vereinen? Und Sie haben, glaube ich, jetzt gesehen, wie man drei erwachsene Menschen binnen ein paar Sekunden wirklich so begeistern kann, dass alle jubeln und lachen. Und ich finde, das ist doch schön, oder? Definitiv. Vor allem, schau mal, es ist ja schon, du kennst das aus so alten englischen Filmen zum Beispiel. Wenn dann nach dem Dinner die Gentlemen sich zurückziehen mit ihrer Zigarre und dem Brandy und dann erstmal eine Rolle ganz gepflegt Billard spielen gehen. Sie wissen, was ich meine. Das kann man sich jetzt einfach auch nach Hause holen und einfach selbst. Egal, ob man das jetzt mit den Gentlemen, mit den Damen macht, mit den Kids macht. Das ist einfach etwas, was, du hast es gerade gesagt, gerade so nach einem Essen, wo man einfach sagt, so, jetzt müssen wir uns aber immer ein bisschen beschäftigen, intellektuell. Und was weiß ich wie. Mhm. Es ist einfach toll, dass man sowas jetzt ganz einfach sich nach Hause holen kann. Und Sie sehen ja, für sowas hat man wirklich in der kleinsten Hütte Platz. Silvesterparty. Ich sag nur Silvesterparty. Also für Partys, das ist der Gag. Wenn Sie mit den Leuten zusammen gegessen haben, gerade Silvester, dann ist es vielleicht 21 Uhr. Und dann können alle zusammen ein bisschen Billard spielen. Oh, was haben wir wieder gehabt? Wir haben das Radio gehabt, wir haben die Klingel gehabt, das Billardspiel. Es ist für jung und alt wieder was dabei gewesen. Vivian, für dich auch? Für mich auch. Ich finde das Billardspiel super cool, liebe Zuschauer. Ja, das ist auch mein Favorit, da muss ich ganz ehrlich sagen. Definitiv zugreifen, aber nicht nur um das Ganze zu verschenken, sondern ich würde es mir auch selbst schenken. Ich finde, das ist sowas wie so ein Kartenspiel, so ein Klassiker, da wird sich einfach jeder drauf freuen. Und deshalb schauen wir uns das nochmal kurz an, was Lutz denn so für Skills hat, wollte ich sagen. Schauen Sie sich das an, er spielt einfach alleine, macht auch nichts, gar kein Problem, Lutz, spiel du gegen dich selbst. Geht auch, natürlich geht das, selbstverständlich. Ja, seien Sie Ihr eigener Gegner oder spielen Sie mit der Familie, mit Ihren Freunden, so wie Sie das gerne wünschen. Denken Sie auch an das fantastische Taschenradio in DAB Plus Qualität. Denken Sie an die hervorragende Leuchte für 23,66 Euro mit den verschiedenen Regenbogenfarben und an viele weitere Produkte. Geschenke dem bis 30 Euro auch unter www.pearl.tv.